Ja, mein Meisterplan heute ganz klar. Andi sagt, ich habe den Jungen in der Zeitung gesehen. Der hat jetzt eine Türenausstellung. Mutter braucht eine neue Korridortür und sagt, fahr doch mal da vorbei, ist doch dein Kumpel. Ich denke, cool, besuch mal wieder Jürgen, fahr nach Jürgen hin und versuch den jetzt günstig eine Tür abzufalschen. Ist ja auch so ein bisschen Fan, wir kennen ihn schon lange, mal gucken, was das so gibt. Jürgen, mein Freund. Hallo, hallo. Du aber heute Abend mal Zeit für mich findest, natürlicherweise. Unsere Mutter hat mich geschickt. Was? Sie braucht eine neue Korridortür. Und Tür. Die hat gesagt, sie hätte ich in der Zeitung gelesen, wo wir die Tür verkaufen, wusste ich noch mal. Du bist doch mobiler Tischler. Ja, klar. Haben wir jetzt eine riesen nagelneue, schöne Türenausstellung gebaut. Guck mal, wieder ein Haus eingerichtet. Warum falsch, ne? Ja, er muss es schon ordentlich machen. Ne? Braucht man denn so viele Zimmertüren, sag mal? Ja, so viele nicht, aber man muss ja ein bisschen dem Kunden auch was zeigen können. Ne? Es gibt so viele verschiedene Modelle, Farben, Formen, ne? jeder hat einen Geschmack und... Geil, hört sich cool an. Ja. Sieht doch ganz fett aus, so könnte man sogar drin wohnen. Nee, doch, ich mache das ja immer gemütlich. Ne? Ich will, dass die Kunden sich wohlfühlen, ne? Bei mir kriegt man auch einen Kaffee. Boah. Und ich bringe auch genug Zeit mit. Das ist also, schön. Wenn jemand kommt, ja, Kaffee will. Trinke ich gerne und Zeit, ja. Zeit hast du? Habe ich mir jetzt genommen, ist ja abends. Ne? Ja, pass auf. Hört sich gut an. Unsere Mutter, ja? Du kennst das so bei uns. Wenn du da reinkommst, ja. Da ist ja dieses riesen Treppenhaus. Mhm. Und die hat ja so eine Tür mit so einer Glasscheibe drin. Ja. Und die Glasscheibe, der hat letztens mein kleiner Sohn zugeknallt, die Tür, die ist kaputt gegangen. Als Korridortür würde ich sowieso keine mit Glas empfehlen. Du musst ja schon so ein bisschen was haben, ein bisschen wärmetechnisch, ne? Ein bisschen Isolierung, ein bisschen Schallschutz. Und dann nimmt man eigentlich so eine Klimaklasse 3-Tür, nennt sich das. Das ist so eine Wohnungsabschlusstür, eine klassische. Die hat unten so eine absenkbare Dichtlippe. Und da habe ich verschiedene Modelle ja, da. Eine absenkbare Dichte. Ja, sowas gibt es. Ja, erklär mir mal, was heißt absenkbare? Guck mal, er hier, voll der Profi. Das ist eine Abflusstür. Und hier ist eine absenkbare Dichtlippe. Und wofür ist diese Dichtlippe? Also wenn du die Tür zumachst, dann senkt die sich ab. Dann hast du diese Lücke hier unten, wo normalerweise zieht es ja immer so. Und alte Hausfrauen haben da ihre Lappen vorliegen oder... Ja, boah, Bett. Ganz schlimm. Oder diese Hunde und Katzen. Ja, diese Bettvorleger. Ne? Mittlerweile braucht man das nicht mehr. Das fällt automatisch runter. Dann hast du es dicht. Dann hast du Schallschutz und dann hast du auch Wärmeschutz. Ne? Ja, das sieht ja schon ganz tragisch aus. So auch relativ schlicht irgendwie. Ja, die ist natürlich nur eine besondere. Ne? Die hat jetzt hier diese mit den Und was ist das hier für eine Nummer? Also habe ich ja nie gesehen. Ja, das ist nagelneu. Ganz flache Rosetten. Das ist jetzt immer mehr entkommen. Sieht einfach stylisch aus, ne? Das ist eine elegante Tür, ne? Mit den eleganten schmalen Streifen und dann noch hast du noch den passenden Drücker dazu. Muss ich ehrlich sagen, ich meine, ich weiß ja nicht, was sowas kostet, ne? Aber das, ich glaube, unser Anbieter, also pass auf, die braucht unten keine Socken mehr reinstecken, weil sie jetzt Energie sparen richtig, kann. Richtig. Dann hat sie noch ein cooles Design und die passt auch unsere altmodischen Tür rein. Damit Analyse dich nicht erschreckt, ne? Habe ich noch was für dich. Komm mal mit. Bin ich mal gespannt. Ganz neu. So, hast du da denn einfach an der Tür? Ja, das kennst du, diese alten Türspione. Weißt du, wo so keiner so richtig durchgucken kann. Ne? Eine alte Oma kann sich nicht mehr bücken und kann das nicht sehen. Kleine Kinder können nicht durchgucken. Das ist was Neues, was Digitales. Ich stelle mich mal hier hinter und dann drückst du mal auf diesen Knopf und dann guck mal, was passiert. Ja. Boah! Jetzt habe ich, ach Jürgen ist das, oh, jetzt habe ich mich aber erschrocken. Mann, kann ich in die Tür gucken, super. Ja, also das ist eine echt geile Sache. Weil er groß und klein jederzeit mit einem Blickwinkel drauf gucken können. Ne? Und dann kann sich auch keiner mehr... Hat Mutter noch gesagt, ich habe eine Glasscheibe in der Tür, wenn die jetzt weg ist, kann ich ja gar nicht mehr sehen, wer auf einmal. Aber mit der Glasscheibe hast du ja auch keine Sicherheit, da hast du keine Wärme, ne, im Haus. Und wenn du jetzt eine geschlossene Tür nimmst, macht dir so ein Türspion natürlich super Sinn. Ne? Also kommt da nicht so wie man früher aus amerikanischen Filmen diese komischen Löcher rein, wo man so doof gucken muss. Richtig. Sondern man braucht nur einmal drauf drücken. Ja, vor allem ist die Höhe jetzt egal. Ne? Ob du groß bist, brauchst dich nicht bücken. Wenn du klein bist, musst du einen Stuhl holen. Das kannst du jeder Richtung kannst du sofort sehen, wer steht da. Und der Blickwinkel ist auch ein anderer. Das heißt, es kann sich keiner mal unter der Tür unten verstecken. Ne? Und einen auf Einbrecher machen. Sondern du kannst auch ziemlich weit unten gucken, wer ist da noch. Ne? Mhm. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Diese hier ist natürlich eine spezielle, das braucht deine Mutter jetzt nicht. Ne? Diese Tür, die hat ja eine richtige Verriegelung jetzt hier. Ne? Das ist schon eine ganz professionelle Tür. Ne? Also die hat jetzt wirklich hier dreifach Verriegelung zum Abschließen. Ne? Mhm. Das ist natürlich Sicherheit hoch 10. Es gibt aber Menschen, die brauchen das. Das ist aber schon eine Tür wie Fort Knox. Ja, ja, dann hast du hier noch diese Einfassung, diese Metalleinfassung, ne? Also da passiert gar nichts mehr, da kann keiner einbrechen. Also Sicherheitsstandard ganz weit oben. Ne? Ralf, den kenne ich schon ungefähr 8 Jahre, schätze ich mal so grob. Den kenne ich schon Ewigkeiten. Ist ein kleiner, großer Spinner, keine Ahnung, aus Film und Fernsehen bekannt. Ne? Aber ist ein guter Kumpel von mir. Also ich bin gerne mit ihm zusammen oder mache gerne was mit ihm zusammen. Und
Ja, deswegen helfe ich ihnen auch gerne. Ne? Und Anneliese ist ja für mich auch wie eine zweite Mutter, so ungefähr. Aber pass auf, ich habe ein Problem, Jürgen. Jetzt hast du mir natürlich hier, dieser Spion wird ja High-End sein. Ja. Und die Tür da hinten, die wird auch High-End sein. Ja, das du weißt ja auch, wie unsere Mutter ist. Ja. Weißt du, die sagt, fahr nach Jürgen, ja, der war doch immer so nett, der mobile Tisch. Du weißt doch, wie es bei mir ist. Ja. Ich stehe immer schon für Qualität, aber natürlich für einen gescheiten Preis. Mhm. Ich mache ja keine überteuerten Preise, nein. Ich versuche, einen guten, günstigen Preis zu machen, so wie andere Firmen auch, aber mit einer besseren Qualität. Deswegen bin ich ja quasi zu dir gekommen, weil Mutter sagte, sie hätte mal so eine Tür gehabt im Wohnzimmer, die wäre so leicht gewesen wie ein Stück Papier. Richtig. Ne? Aber und so ein Müll auf dem Mutter Deutsch, möchte schon, deswegen hat sie gesagt, fahr doch mal bei Jürgen vorbei. Du hast mal irgendwann bei uns im Haus eine Tür angebaut vor 5 Jahren und die geht immer noch Bombe. Nein. Und die will einfach auch eine massive Tür. Aber mit diesem Dings finde ich cool und was ich auch richtig geil finde hier mit dem... Ich würde schon eine weiße nehmen. Und das, ja, du kennst ja unsere Treppe, das ist ja so... Ja, dunkel, diese, dunkel. Ja, schön, so alte Leute halt, die weiße Tür wird natürlich mal schön auffallen. Schöne, ne? Helle Tür, ne? Und hier ist ein Vorteil natürlich, das ist jetzt eine Tür von Garant, ist ein deutscher Hersteller, was mir sehr wichtig ist, jetzt in Thüringen. Und du hast hier eine Oberfläche, also auch wenn ein kleiner Linus da mal so ein bisschen in Zukunft ein bisschen Terz macht. Die Lackoberfläche ist 6-mal behandelt, nicht so wie im Baumarkt 3-mal übergenebelt. Nein, hier sind 6 Innenlackierungen drauf. Das heißt, es ist eine richtig stabile Oberfläche, kratzfest. Nee, noch nicht so kratzfest wie eine Laminatbeschichtete, die hat sowas für euch ja auch. Aber bei euch würde ich jetzt eher so eine schöne Weißlacktür nehmen und hat eine richtig gute Oberfläche. Spreche der 1. Ja. Nicht nur, dass ich eine gute Qualität habe, sondern dass ich sehr wahrscheinlich, der günstigste sein werde. Und der Vorteil ist sogar noch, ich komme noch zu euch und reiße euch eure alten Türen raus, nehme sie mit und entsorge. Und komme und montiere die neue bei euch. Alles für einen super Kurs. Das wäre natürlich richtig cool. Weil das Problem ist ja immer an diese so runde Tür. Weißt du, und da muss ich die Chance anbauen. Da musst du irgendwann einbauen. Ne? Du musst ja fachgerecht einbauen. Ne? Dann komme ich ich bin Tischlermeister, komme ich vorbei und baue dir natürlich die Tür fachgerecht ein. Ne? Ich glaube, unserer Mutter wird so eine Tür schon gefallen. Irgendwie so. Da müssen wir mal überlegen, kann man nachträglich diesen Gucker noch einbauen? Ja, klar. Könnte ich jetzt diese Tür mitnehmen und könnte unserer Mutter erzählen, ey, du brauchst noch nicht mal eine Tür von mir kaufen. Stell dir mal vor, du hast eine alte Tür noch. Ich kann den Gucker, kann ich dir in jede Tür reinbauen. Gar kein Problem. Dann baue ich dir eine neue natürlich sofort rein. Du kannst ja auch dann noch eine Wunschhöhe ausdenken. Das sind Standardhöhen, die kenne ich natürlich alle. Aber da kann man natürlich individuell die Höhe auch anpassen. Ne? Ja, dann nehme ich doch die Tür mit. Tja, wie willst du den jetzt mitnehmen? Guck mal ein bisschen hier. Ja, mit meinem Sportwagen. Ja, mit der Karre? Ja. Ja. Das wird schwierig. Weißt du was? Ich habe doch einen Bulli da. Ich bin auch ein mobiler Tischler. Ne? Ich bringe die Tischler. Ach so, das machst du noch. Ja, mobile Tischler mache ich natürlich, klar. Ne? Als Monteur auch. Ne? Meine Erfahrungen, die bringe ich immer mit ein. In mein neues Türenwerk natürlich auch. Ja, und wann hast du die Möglichkeit, die Tür zu liefern oder einzubauen? Aber jetzt dann ganz gerne. Das Wochenende wahrscheinlich. Ja, ne? Schnell wie möglich. Ja, wenn's geht. Naja, diesen Samstag kann ich leider nicht. Diesen Samstag habe ich hier schön einen Tag der offenen Tür. Ich präsentiere hier meine Ausstellung nochmal. Da ist ja auch alles neu, sehe ich gerade. Dann komm doch nochmal rum mit Anneliese. Kannst du dir die Tür auch mal zeigen, die Tür. Ne? Das können wir natürlich machen. Wäre natürlich eine optimale Sache. Ne? Und dann würdest du irgendwie, wie du Zeit hast, Montag, Dienstag. Ja. Natürlich bringe ich diese Zeit nach vorbei. Ja, geil. Deine Termine sind doch bei mir immer schnell zu haben. Ne? Und dann, so, jetzt nochmal für mich. Samstag hast du ja auch Leute eingeladen, da kann man dir öffentlich sich alles angucken. Samstag schon öffentlich. In der Zeitung, im Internet, überall sieht man es, dass hier richtig schön ein Dach der offenen Tür ist. Da gibt es auch ein paar Getränke, ein paar Snacks und dann kann sich jeder, der an Türen interessiert ist, kriegt einen schönen Einblick in mein Türenreich und ich kann jedem seine Türen oder die Türen, die ich habe, detailliert erklären. Ja. Mhm. Vor- und Nachteile. Und jetzt mal noch eine Frage so für mich. Ich meine, ich sage jetzt, ich kaufe diese Tür irgendwie so. So generell die Preise. Bist du urteuer, viel, viel teurer wie im Baumarkt? Nein, kannst du mir auch eine Tür liefern? Jetzt eine Zimmertür ganz normal. Ich habe natürlich keine Baumarkt-Türen, also die Qualität so schlecht kann ich sie gar nicht haben. Ja, das ist auch sehr leicht. Und eine Tür für 20, 30 Euro kann ich euch auch nicht dahin schmeißen. Ne? Ja. Aber ich habe Türen, ich komme mit allen bekannten Firmen, die es in Paderborn gibt, auch Baustoffhändler, alle, die die Türen verkaufen, mit den Preisen komme ich locker mit. Ich kann die Preise sogar noch unterbieten. Also eigentlich bin ich der günstigste mit dem Preis. Und kannst du noch montieren? Ja, ich kann sie montieren. Das ist eine geile Idee, die ich habe sie eigentlich nach meiner Meinung, ich mache das seit 20 Jahren, habe das jetzt so herauskristallisiert, ich habe das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Okay. Für eine gescheite Tür, für einen gescheiten Preis, mit einem gescheiten Service. Ich komme aus, ich messe das aus, ich berate, ich montiere, alles aus einer Hand. Man hat keinen Ärger mit Reklamation bei irgendjemandem am Telefon. Das stimmt natürlich. Also wenn ich jetzt überlege, früher haben wir die Türen irgendwo geholt, dann haben wir sie selber abgeholt, da haben sie schon Macken gehabt, bis sie zu Hause waren, die meisten arbeiten, weil wir die Lieferung sparen wollten. Die meisten du holst sie ja hier weg, das heißt, du würdest sie hier einladen. Ja, ich bringe und du kommst ja sowieso zur Montage, also könntest du die Tür quasi noch in Anführungsstrichen fast umsonst mitbringen. Richtig.
Und ich habe noch einen, der die Lieferung ist sogar gratis. Sogar Aufmaß ist gratis. Wenn du jetzt einen Bau hättest, ich müsste neue Türen ausmessen, mache ich das gratis. Das Angebot. Ich glaube, deswegen mag ich meine Mama. Ich höre nur. Gratis, günstig. Ja. Lieferung könnte ich sogar umsonst. Ich habe auch vielleicht noch eine Lagertür für deine Mama stehen. Deswegen schickt die mich. Deswegen sagt die Fahrer. Ja. Lecker! Ja, der Jürgen, klar, das ist mein Kumpel, der wird für mich alles umsonst machen. Anlieferungen und Montage, der soll sehen, dass er durchkommt. Und er soll die alte Tür mitnehmen, dann bin ich nämlich fein raus aus der Nummer. Und seine Mutter denkt, wieso, ist ja alles gratis, alles cool. Aber das macht er natürlich nicht für jeden, das macht er nur für mich. Nein, hat er damit nichts zu tun, dass wir Freunde sind. Jeder Kunde wird bei mir gleich behandelt. Das heißt also, wenn jemand anders bei mir eine Tür kauft, liefere ich die natürlich umsonst. Da ist alles im Preis mit drin. Die Türen sind zwar günstig, aber da ich ja komme zum Montieren, muss ich ja sowieso vorbeikommen und dann ist die Lieferung natürlich gratis. Ne? Und dann biete ich auch den Service noch an, die alten Türen abzubauen oder rauszunehmen und auch noch zu entsorgen. Das ist zwar nicht umsonst, aber für einen schmalen Markt, weil nicht jeder hat einen eigenen Bulli, hat die Zeit, irgendwo noch zu einer Mülldeponie zu fahren. Ich meine, das kostet auch Geld, das abzugeben. Das ist bei mir natürlich alles Service, alles mit drin. Das ist klar. Das ist aber bei jedem so. Ja, dann verbleiben wir so. Ich will ehrlich sagen, ich bin total begeistert und geflasht und ich glaube, ich bringe unsere Mutter echt Samstag mal mit. Ja, wir sehen uns Samstag. Bringen Sie Samstag mit und dann... Also jetzt den 22. Jetzt Samstag. Ist hier Ausstellung für alle offen. Gibt auch einen Kaffee irgendwie. Ja, klar. Getränke, Snacks, alles da. Schöne freundliche Beratung. Und man kann sich einfach mal umschauen, was es an Türen überhaupt gibt. Und wenn du jetzt aber 5000 Türen verkaufst, du hebst nicht ab. Du bleibst immer noch weiter mein Freund, der mobiler Tischler ist. Nein. Die Preise werden immer gleich bleiben. Wir bleiben immer Freunde. Alles gut, Ralf. Schön, dass du da warst. Alter, wir hören uns. Freut mich, schön, dass ich beraten konnte. Wir sehen uns Samstag. Machen wir so. Bis dann. Ja, kommst nach Hause. Ciao. Ja.